im schönen Lingen. Da gibt es ein Kernkraftwerk, also ein ehemaliges. Außerdem befindet sich in Lingen eine Brennstabschnitzerei, die zur französischen Firma Framatome gehört. Da fertigt man Brennstäbe für die vielen AKWs an, die in Europa nicht abgeschaltet worden sind. Soweit so Hochrisikotechnologie. Aber jetzt will die Firma auch noch expandieren. Im niedersächsischen Lingen will das Unternehmen Framatome Brennelemente für osteuropäische Kernkraftwerke produzieren, die noch aus Zeiten der Sowjetunion stammen. Doch der Plan ist hoch umstritten, denn Framatome will mit einem russischen Atomkonzern kooperieren. Ein Gutachten warnt nun, dass eine solche Zusammenarbeit die innere und äußere Sicherheit gefährden könnte. Man plant tatsächlich, mit der russischen Firma Rosatom zusammenzuarbeiten. Aha. Ist das nicht ein klein wenig heikel? Nur wenige kommen dem russischen Präsidenten so nah wie der Rosatom-Chef. Dabei verfolgen beide einen großen Plan: die Welt abhängig zu machen von russischem Uran. Dieses erklärte Ziel entdecken wir in einer Rosatom-Präsentation aus dem Jahr 2012. Mit einem genauen Zeitplan bis 2030 zur Weltmarktführerschaft. Ups, 2030 ist ja dann auch bald. Aber Weltmarktführer, das ist ja wohl nur geträumt. Immerhin boykottiert die EU Putins Russland. Wir kaufen dort kein Rohöl, fast überhaupt keine raffinierten Erdölerzeugnisse. Wir sagen Nein zu Kohle, Stahl, Gold und Diamanten. Kein russischer Zement, Asphalt, Holz, Papier, synthetischer Kautschuk, Kunststoffe, kein Kaviar und auch kein Wodka, keine Zigaretten und keine Kosmetika und auch kein Uran und kein Uran? Hallo, warum steht Uran nicht auf der Sanktionsliste? Es gibt Länder wie Ungarn, die bauen zusammen mit Rosatom Kernkraftwerke. Und die blockieren die Sanktionen. Ungarn ist das Land, das Ärger macht. Is a troublemaker now. Wieder die Ungarn, das Russländchen, das nebenbei EU-Mitglied ist. Nur die Firma in Lingen, um die es jetzt geht, ist eine französische Firma. Sollte etwa auch das edle und von demokratischem Geist durchwirkte Frankreich, wenn es um Urangeschäfte geht, auf seine Prinzipien pfeifen? Das erscheint offenbar einigen so. Die Brennstabfirma steht in Lingen. Und das wäre ja wohl Deutschland. Da wird man doch wohl ein paar Sätze mitreden können. Was meint der zuständige Minister aus Niedersachsen? Ja, ich halte es für sehr, sehr bedenklich, politisch gefährlich. Ja, das geht vielen so und daraus folgt. Darf in Lingen für Osteuropa produziert werden, ja oder nein? Das kommen dann die Stellungnahmen, unter anderem die. Die werden wir dann auswerten. Nein, klingt anders. Da muss man sich schon wundern. Allenthalben wird Stärke gegenüber dem Putin-Regime gefordert. Aber wenn es um Brennstäbe geht, nun, weil halt so viele AKWs in Europa russischer Bauart sind. Naja, schwierig. Erinnern wir uns noch mal kurz, welche Erfahrung Europa damit gemacht hat, bei der Energieversorgung von Russland abhängig zu sein. Welche Erfahrungen vor allem Deutschland damit gemacht hat, zum Beispiel beim Gas. Da haben sich schon vor dem Überfall auf die Ukraine ein paar Techniker gewundert, weil die deutschen Gasspeicher so leer waren. Die waren vom russischen Gaskonzern Gazprom nicht mehr befüllt worden. Die Techniker haben gesagt, seltsam, so leer waren der Speicher noch nie. Und der Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, ihr habt nicht zugehört. Und dann überfielen Putins Truppen die Ukraine und in Deutschland ging der Gaspreis durch die Decke. Merke, russische Energiekonzerne sind Waffen in Putins Krieg. Ob sie Gas verkaufen oder Brennstäbe. Und noch ein Satz an all diejenigen, die mit der Idee liebäugeln, auch hier in Deutschland wieder auf Kernkraft zu setzen. Die Uranvorkommen in Deutschland sind überschaubar. Man könnte auch sagen, es gibt keine mehr, die wirtschaftlich relevant wären. Und wollen Sie noch mehr? Hammer.